Harte, harte Kurve, wirklich harte Kurve, damit habe ich nicht gerechnet. Also nicht in dem Ausmaß. Seit wann geht der Blinker nicht mehr? Alter, da liegen Sachen einfach auf dem Seitenstreifen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier irgendwann auch durchkommen. Ich fahre jetzt einfach nach. Nee, da kommt. Der ist schnell, der PKW. Und der permanente Verkehr. Ja, was ist denn nun? Er lässt mich durch, aber ein bisschen blöd hat er sich hingestellt. Er passt aber. Passt locker. Ist schwer, wenn man halt nichts sieht an den Seiten. Erster Aufenthalt in Lille. Mit einem Kreisverkehr. Ja, geil. Wir sind auch in Frankreich, ne? Ja, entscheide dich. Irgendeinem Grund geht der Blinker nicht mehr aus. Scania-Händler entdeckt. Okay. Müssen wir hier mal rüber auf die Spur. Oh, shit. Da waren. War da eine rote Ampel? Verdammte Axt, die habe ich nicht gesehen. So, hier brettern wir auch noch fix rein. So. So, wir stellen die natürlich selbstverständlich hier ab. Machen das Ganze aber über den linken Spiegel. Wir wenden hier jetzt also quasi. Dürften eigentlich mehr als genug Platz haben dafür, ja. Sogar viel zu weit hier vorgezogen, alter Schwede. Dann fahren wir ja doch eher über den rechten Spiegel als alles andere. So. Könnte das was werden? Oder auch nicht. Ob so doof habe ich mich noch nicht hier angestellt. Alter Schwede. Da habe ich mir eine ziemlich blöde Position gesucht zum Parken. So, jetzt aber bitte in einem krassen Bogen hier rum.
Der war wieder zu krass. So, jetzt klappt das aber. Bin gerade echt zu blöd dafür. Krieg's nicht hin. Doch, 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 passt noch. Ja, oder auch nicht. Okay, alles klar. Wir ziehen jetzt nochmal vor. Das kostet natürlich immens Zeit und wahrscheinlich noch eine ganze Menge Sprit. Und ich habe das Gefühl, er lässt sich richtig bescheuert rückwärts schieben. Alter, gleich habe ich eine ganze Folge gebraucht dafür. So, ich probiere es jetzt nochmal mit einem Schlag da rückwärts reinzukommen. Hochkonzentriert. Wieder viel zu früh. Das kommt, weil der so kurz ist auch, glaube ich. Hat er irgendwie, lenkt er sich komplett merkwürdig. Ja, jetzt könnte das was. Ja, wir können ihn abstellen auf jeden Fall. So. Absatteln. Boah, alter Schwede. Was ein Drama mit unserem ersten Auftrag. Was ein Drama. Ja gut, wir haben immerhin gutes Geld gemacht. Aktuelle Aufträge der Firma. Was ist jetzt wie, wo, was, wie, hä? Oh, Fähigkeitspunkt. Maximale Entfernung fest, die du im Dienst bewältigen kannst. Anfang verschiedene Angebote. Keine Zahl. Ich meine, wir sind eben schon knapp 500 Kilometer gefahren, glaube ich, um, also als Leerfahrt. Da verstehe ich das jetzt hier nicht so ganz. ADR. Bis zu 10 beim Fahrten mit Auflieger und Kraftsparen ohne Auflieger. Das könnte sich schon rentieren. Wir haben hier Post erstmal. Bank. Oh, auf 500.000 erhöht. Das ist aber nett. Später vielleicht, wenn wir irgendwann mal ein bisschen Geld haben. So, ich will den Fähigkeitspunkt noch. Hier steht halt nicht, wie viel man mehr bekommt, ne? Wir nehmen es aber einfach mal, weil hier steht, um das Einkommen. Ja, oder nehmen wir, was ist just in time? Wichtige Lieferung freigeschaltet. Treffen höhere Vergütung für Abschließen einer wichtigen Lieferung. Abschließen einer wichtigen. Was gibt es hier? 10% Anstieg für Lieferung hochwertiger Fracht. Das ist beides dasselbe in etwa. Komm her, wir nehmen hochwertige Fracht. Ja. So. Okay. Dann gehen wir jetzt auf Farben. Kann ich mir hier jetzt irgendwo eine Fahrt aussuchen bei denen?
Krieg ich hier eine Fahrt zugeordnet? Ja. Um Auftragsangebote anzusehen. Jawohl. So. Wir können nach Rotterdam fahren. Das gibt richtig Asche. Das ist sogar gut bezahlt. Alter, oder wir fahren nach Dover rüber, ne? Aber dann fahren wir noch weiter weg vom Heimatort. Ich würde tatsächlich das hier annehmen. Weil es gibt einfach meiste Geld. Machen wir auch. Alles klar. Der steht da. Da sind wir eben schon ein paar Mal dran vorbeigefahren. Ich kann mich erinnern. Mal, ob ich treffe. Sieht gut aus. So, aufsatteln. Und los geht's. Ankunft ist Mittwoch 6.57 Uhr. Jetzt gucken wir mal eben. Wir haben 9 Stunden, das sollte passen. Wann sollen wir da sein? Mittwoch 5 Uhr irgendwas. Ja, das ist haut hin. Dann können wir direkt in 1 durchfahren. Wenn wir freie Fahrt kriegen, kriegen wir. Oh. Ich habe mich schon in den Baumstämmen kleben sehen. Scheinwische haben auf jeden Fall auch mehrere Stufen. Ich wollte das weniger machen. Egal. Aber es ist auch eine relativ kurze Fahrt. 226 Kilometer. Das ist ja voll erträglich. So, ich nehme den äußeren Ring. So wie sich das eigentlich meiner Meinung nach gehört. Quatsch, den inneren Ring meine ich. Um jetzt hier rauszufahren. Und auch gleich die Spur zu wechseln. So, hier ziehen wir einfach mal Schuhmachermäßig durch. Ha! Wer sagt's denn? Ich bin schon schnell unterwegs. Haufen Verkehr hier. Hi. Ja, da fahren wir einfach. Okay, also es wird langsam auch auf jeden Fall komplexer, das Spiel. Also ne, wenn man sich jetzt seine eigenen Aufträge so zusammenbasteln muss, mit der Ruhezeit beachten und so weiter, könnte es vielleicht doch noch recht interessant werden. Dann ist es halt nicht nur das Fahren. Ich sag mal, wenn man hinterher vielleicht noch einen Angestellten hat, muss man mal gucken. Wenn man sich natürlich um die nebenbei auch noch kümmern muss, da bin ich echt gespannt drauf, wie sich das dann weiterentwickelt. Dann hört es wahrscheinlich auch auf, dass man hier nur drin sitzt und von A nach B fährt, sondern tausend Dinge nebenbei noch, also noch nebenbei erledigt. So, auf geht's. Er mit seinem schicken Passat ist auch ein neues Modell. So. Was kommt hier? Keine Autobahn mehr. Dafür trotzdem noch 80 fahren anscheinend. Jetzt sind wir auf jeden Fall zu schnell.